Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wo liegt mein Glück? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Iviana, ich grüße dich. Du hast diese Frage gestellt. Wo liegt mein Glück? Erstmal schauen wir astrologisch an, nach indischen Berechnung. In Astrologie gibt es zwei Glücksplaneten. Der große Glück ist Jupiter-Energie, die kleine Glück ist Venus-Energie. In dein Geburtshoroskop befindet sich Jupiter im 10. Lebensbereich in Tierkreiszeichen Krebs. Dein Jupiter in dein Geburtshoroskop ist rückläufig. Das zeigt Vergangenheit, zeigt karmischen Themen. Krebs bedeutet das Familiäre. Also Familie oder diese Struktur oder die Verbindung zur Familie kann vermehren, Jupiter vermehrt auch etwas oder kann dir Glück bringen. All das befindet sich im 10. Haus oder 10. Lebensbereich und das ist die Öffentlichkeit und die Berufung, wo du Anerkennung bekommst. Krebs neigt aber dazu, zurückhaltend zu sein. Du brauchst diesen Glanz oder diese Öffentlichkeit nicht unbedingt. Krebs bedeutet noch etwas, einen inneren Tempel. Und das kannst du mit deiner Fantasie ausmalen. Und diese meditative Haltung, dieser Rückzug hilft dir, dich innerlich stärken. Und wenn du diese inneren Stärke ausstrahlst, dann wirkt das in die Öffentlichkeit, du bist mehr wahrgenommen. Und dieser Rückzug, diese meditative Haltung hilft dir. Dazu gibt es eine gute Übung, täglich 5 Minuten oder 10 Minuten zurückziehen, die Augen schließen, vorstellen den idealen Zustand, jeden Tag die Übung machen, die Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken. Das ist Energie, was sich manifestiert. Aber das geht immer über Gefühle. Krebs vermittelt das auch, weil gehört zum Wasserelement. Und das symbolisiert die Gefühle. Und das soll die Begeisterung sein, die Dankbarkeit, die Hingabe und die Liebe. Das ist die Schöpfung. Diese schöpferische Kraft oder diese Wandlung kann dir Glück bringen, beschreibt dein Geburtshoroskop. Die Planeten bewegen sie sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Jupiter wandelt gerade in Tierkreiszeichen Schütze, wieder rückläufig, was bremst vielleicht ein bisschen die Chancen und Möglichkeiten, auch das Glück, aber bedeutet auch Vergangenheit, oft Sinn des karmischen Themen. Bei dir befindet sich Schütze und diese Bewegung von Jupiter im 3. Lebensbereich. Und das bedeutet die Schule des Lebens, wo du lernst, dich zu behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Nicht davonlaufen, sondern dich damit messen und davon überzeugt zu sein, dass du hier einen Sieg hast oder steh zu deinen eigenen Werten. Und das, was bei dir auslöst, Jupiter gibt dir jetzt die Chance, die Möglichkeit, auch das Glück, dich zu behaupten. Hier in diesem 3. Lebensbereich im Schütze hast du karmischen Themen,
weil hier befindet sich in dein Geburtshoroskop Rahu. Rahu, die aufsteigende Mondknoten. Und das zeigt dir einen karmischen Weg, was du brauchst, aber noch nicht kennst. Ich würde sagen, in früheren Leben oder in Vergangenheit war die Neigung dazu, wenn es eine Herausforderung war, dass du dich zurückgezogen hast und somit hast du Platz anderen übergehen. Und jetzt musst du dich behaupten und kannst nicht davonlaufen. Und genau das spiegelt bei dir die liebe Partnerschaft. Das kleine Glück ist Venus. Venus befindet sich in deinem Geburtshoroskop im Waage. Passt ganz gut, weil Venus herrscht über den Waage. Also Venus ist hier zu Hause und kann ganz gut sich entfalten. Das zeigt deine Weiblichkeit, deine künstlerische Begabung, dein Schönheitssinn. Und das wirkt auf dich sehr stark, weil Waage und dieser rückläufige Venus ist in dein Aszendent. Und das ist dein Auftreten, deine Ausstrahlung, deine Persönlichkeit. Das heißt, du bist eine schöne Frau und du bist auch sehr weiblich und so bist du auch wahrgenommen. Und das entspricht deiner Persönlichkeit. Aber du erlebst hier auch Einschränkungen, weil Saturn befindet sich auch im Waage, hier auf dem Aszendent in deinem Geburtshoroskop. Und das schränkt ein bisschen ein, besonders in früheren Jahren. Und in der zweiten Lebenshälfte wirkt aber Saturn günstig, stärkt dich und sorgt dafür, dass hier eine Struktur entsteht, dass du deine Persönlichkeit leben kannst, auch deine Weiblichkeit leben kannst und wirkt auf dein Liebesleben. Immerhin, Venus ist der Liebesplanet. Und jetzt die Venusbewegung. Venus bewegt sich zurzeit in dir Kreiszeichen Stier. Und hier fühlt sich wohl, weil Venus herrscht nicht nur über das Zeichen Waage, sondern herrscht auch über Stier. Hier kann sich auch sehr gut entfalten, wirkt auf dich im achten Lebensbereich, wo die Transformation ist. Und auch Thema Sexualität. Dass du viele Dinge loslassen sollst, was dich belastet, was dich traurig macht oder Angst auslöst, was oft in Partnerschaft spürbar ist, Verlustangst, und bleibst im Vertrauen. Und dieses Vertrauen und auch diese Sexualenergie sollst du gerade stärken. Dabei hilft dieser kleine Glücksplanet, diese Bewegung im achten Lebensbereich in Tierkreiszeichen Stier. Und jetzt zu dieser Legung. Was macht dich glücklich? Das zeigt hier Johannisbeer. Johannisbeer symbolisiert die Kinder oder Kindheit. Also wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, die schönen Bilder sollst du bewahren, das stärkt dich innerlich. Und all das, was dich traurig macht, da nicht aufhalten. Das hat auch eine reinigende Wirkung. Die Kinder symbolisieren einen Neuanfang. Also das würde dich auch glücklich machen, etwas Neues starten oder eine neue Lebensphase starten. Vielleicht mit deinem Partner gemeinsam. Kinder zeigen auch das Spielerische, diese Leichtigkeit. Das macht dich auch glücklich. Was kannst du in Gegenwart sofort verändern, was dich jetzt im Augenblick glücklich macht? Das zeigt hier dieser Baum und das symbolisiert die Weiblichkeit. Und du hast eine starke Venus-Energie, weil Venus steht in deinem Geburtshoroskop auf Aszendent. Und das sogar im Zeichen Waage, wo Venus herrscht auch. Also du hast
dieser Schönheitssinn und sicherlich bist du eine sehr schöne, gepflegte Frau. Du lebst diese Weiblichkeit und wenn du das liebst, wenn du das vertraust, dann kannst du etwas verbessern in deinen Gedanken oder Gefühlen oder hast du anderen Auftreten. Das macht dich im Gegenwart schon glücklich. Was kannst du verbessern im beruflichen Umfeld? Das zeigt hier diese beiden Pflanzen. Ausdauer, Beständigkeit gibt dir die Stärke. Und das hast du im beruflichen Umfeld. Du hast eine sichere Arbeit, das ist Beständigkeit. Du kannst auch deine Stärke zeigen. Du bist von dir selbst überzeugt. Es bedeutet auch Sicherheit, Stabilität, Ordnung. Und in dein Liebesleben, das zeigen diese drei Karten. Du bist mit diesem Herzensmann vereinigt. Ihr habt eine sehr enge Verbindung zueinander. Diese Kerze zeigt ein Ritual oder Wunscherfüllung, Energie, die Wandlung, die Energie, das Vertrauen raus aus negativen Gefühlen wie Zweifel, Angst oder Schuldgefühl und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Hingabe oder Kraft und Mut, Vertrauen und Liebe. Dieses Vertrauen aber symbolisiert diese Kerze auch die Energiearbeit oder ein Gebet, eine Wunscherfüllung, diese Verbindung zum Göttlichen. Aber kann auch diese Kerzenpflanze bedeuten ein Ritual. Was ändert sich in dein Liebesleben? Das bekommt Struktur. Ein bisschen Geduld noch, aber ihr seid im richtigen Weg. Deine Zukunft zeigen hier diese Bilder, was dich wirklich glücklich macht. Die Partnerschaft. Du kommst mit diesem Mann zusammen und es macht dir glücklich. Und so ist deine Zukunft beschrieben. Und das ist dein Schicksalsweg. Vertraue auf dieses Schicksal und diese Pflanze zeigt, du wirst es aufnehmen, aufsaugen, empfangen. Das ist deine Zukunft. Das ist für dich, für euch vorbestimmt. Eine glückliche Partnerschaft zum Leben. Das ist dein Schicksalsweg und das wirst du erhalten, das wirst du bekommen. Dieser Baum in die Mitte bedeutet, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Und das zeigt Beständigkeit. Die schätzen dich ein als sehr realistische, bodenständige Frau. Und da gibt es immer diese Beständigkeit. Auf dich kann man verlassen. Ich befrage jetzt mein Pendel. Die Karten zeigen, dass die liebe Partnerschaft bringt dir Glück. Das ist deine Zukunft. Wird es wirklich so sein, dass du mit deinem Herzensmann eine glückliche Partnerschaft eingehst? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr kommt in eine Partnerschaft und es macht dich glücklich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann lassen wir das alles stehen, weil das ist alles ungewiss. Die Antwort ist, in die kommenden Wochen, Monaten bleibt noch alles stehen, kommt keine große Veränderung in dein Liebesleben. Sei geduldig, aber in einem späteren Zeitpunkt verbessert sich das alles und ihr kommt zusammen. Liebe Iviana, so könnte ich diese Legung erklären. Was ich noch erklären möchte, dass diese Baumkarten sind meine eigenen Karten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.